Ja, Spiel durch das Zentrum, Teil 2. Und könnt euch denken, es geht da in den gruppentaktischen Bereich rein. Wie stimme ich meine beiden Spitzen oder wenn ich nur eine Spitze habe, mit dem Rest der Mannschaft wieder ab? Wie ist da wieder eine gesunde Abstimmung dieser Spitzen? Natürlich, wenn ich mit zwei Spitzen spiele, wie agieren diese zwei effektiv zusammen? Da gibt es ja verschiedene Spielstrategien, dass man sie breit auseinanderspielen lässt, man lässt sie eng spielen, man lässt sie hintereinander spielen. Hat alles Vor- und Nachteile, auch das werden wir mal analysieren, im Detail besprechen. Das ist hier ein ganz großer Schwerpunkt. Dazu natürlich auch wieder Trainingsformen, Hinweise zum Coaching und auch da natürlich zusammen agieren mit den Spielern in der Umgebung. Außenspieler, Außenverteidiger, Mittelfeldspieler, wie können da die Spitzen effektiv wieder ins Spiel gebracht werden? Dazu entsprechende Trainingsformen und Hinweise zum Coaching.